Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mit der Problematik mit diesem Golf 2 VR6 Turbo von Marius weiter. Hallo. So, noch bleibt es bei einer Problematik, und zwar im letzten Video habt ihr gesehen, dass das Auto zu warm wurde. Wir haben natürlich Kühlwasser, genau. Wir haben natürlich alles getestet. Viele von euch haben gesagt, Thermostat, Wasserpumpe, Entlüften. Ihr könnt euch sicher sein, alles, jegliche Ideen, die wir in den letzten 10 Tagen, 2 Wochen irgendwie hatten, wurden alle durchprobiert. Und die Ideen zugetragen wurden. Das heißt, sowohl Thermostat mit, ohne, Kreislauf auf, Kreislauf zu, Turbolader angeschlossen, Turbolader vom Kreislauf getrennt, entlüftet, verschiedenste Schläuche gesperrt, weil wir ja keinen Wärmetauscher mehr drin haben und wir zwischenzeitlich dachten, man braucht vielleicht einen gewissen Gegendruck. Haben wirklich alles getestet. Anderen Wasserkühler, anderen Lüfter, ohne Lüfter, mit Lüfter, verschiedenste Kühlflüssigkeiten, keine Chance. Das Auto wird definitiv ohne Last schon, weil ihr habt ja im Video gesehen, da war keine Last drauf, wird er schon zu warm. Somit, da wir ja bekanntlich keine Arbeit scheuen, ist kurzerhand der Kopf wieder runtergewandert, um einfach mal zu gucken, was hier so los ist. Viel gefunden haben wir eigentlich nicht. Leider nicht. Ich hätte mir so mehr erhofft. Aber bevor man hier jetzt beim Abstimmen und wenn das erste Mal Druck drauf kommt, wirklich alles zerstört, sind wir mittlerweile zum Glück so entspannt, dass man lieber Kopf einmal runternimmt, einmal gucken. Ne? So. Was halt immer wieder krass bei dem E85 Kraftstoff ist, ist, wie sauber das Ganze ist. Ne? Der Motor sieht halt wirklich immer noch aus wie neu. Laufflächen sehen auch alle Taco aus. Wir haben den Haarlineal drauf gehalten, sowohl Block als auch Kopf sind 100% plan. Ja. Wir konnten eigentlich nichts finden. Die Ringe, auch schön. Das sind, ihr erinnert euch, da gab es einige Videos mit Björn dazu, Kupferringe, so Art Schneidringe, die ein bisschen rausstehen und beim Kopf anziehen eine Art zusätzliche Vorspannung auf die Kopfdichtung erzeugen. Mhm. Ja, wir sind somit mehr oder weniger mit unserem Latein ein bisschen am Ende. Auch hier am Kopf. Sieht auch alles taco aus. Man sieht schön, wie die Ringe sich schon angefangen haben, in den Kopf einzuarbeiten. Verbrennungstechnisch, die eine Bank ist ein bisschen heller. Das ist aber, glaube ich, beim VR normal. Ja, oder vielleicht noch eine Nockenwellensache, die wäre noch gar nicht final. Genau. So, vielleicht muss man auch einfach noch mal ein bisschen da gucken mit Nockenwellenstellungen und so weiter. Mhm. Aber es ist zumindest, ich sag jetzt mal, von der Ventilfärbung her schon ähnlich. Ne? Ja. So. Man könnte jetzt anfangen, radikal den ganzen Kopf zu zerlegen, den ganzen Block zu zerlegen, weil wir finden keinen Riss und gar nichts. Fakt ist, es ist auf jeden Fall nicht normal, dass er so heiß wird. Somit müssen wir jetzt gucken, was wir machen. Eine einzige Sache haben wir allerdings gefunden. Und zwar, der Block ist mittlerweile auf 83 mm gebohrt. Das heißt, serienmäßig 81, jetzt 83. Wir dachten, es wäre kein Problem, weil die Zylinderkopfdichtung hat so ungefähr 83,3. Mhm. So, nun ist aber das Problem, deswegen flucht auch Björn so über diese VR6 Motoren, dass die Bohrung der Dichtung nicht zu der Bohrung im Block passt. Das heißt, wenn wir jetzt diese Kopfdichtung hier drauflegen, ist natürlich für euch jetzt schwer zu sehen, am Finger merkt man es, wenn ich hier rüber fasse, ist hier ein Grat und hier liegt die Dichtung richtig schon über der Kante. Das heißt, die Bohrung der Kopfdichtung passt nicht zur Bohrung des Blockes. So, und da der Unterschied der beiden Durchmesser so wenig sind, ist es dann halt schon so, dass an einigen Stellen die Kopfdichtung in dem Brennraum steht. So, ich hätte allerdings nicht gedacht, dass das so viel ausmacht, weil, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, hat dieser Zylinderkopf hier eigentlich gar keinen Brennraum, sondern der ist ja komplett plan. So, das heißt, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht, aber es kann schon sein, wenn das minimal übersteht, dass die Verbrennung anfängt, da so hinterzudrücken. Und dann ist es halt wieder Kraft mal Fläche, dass das vielleicht schafft, irgendwo zum Wasserkanal hin, da so drunter zu zünden. Das ist das Letzte, was uns jetzt gerade noch einfällt, bevor wir radikal alles zerlegen. Mhm. Und wir erstmal mit dem anderen Kopf anfangen. Genau. Und das können wir jetzt nochmal checken. So. Das heißt, egal ob Wasserpumpe, das ist alles neu, alles heile, gecheckt. Die hatten wir raus. Also das Rad ist heile und fest. Und die viele haben nochmal gesagt, ob wir kontrolliert haben, dass auch wirklich 100 Grad 100 Grad sind. Ja. Das werden wir auf jeden Fall jetzt auch nochmal machen, wenn er gleich warm läuft.
Und Wasserdruck haben wir auch immer im Auge. Wir haben dafür extra sogar einen Sensor angeschlossen. Das heißt, wenn man bei 90 Grad Wasser den Behälter aufgemacht hat, war weder Druck drauf noch irgendwas. Deswegen gehen wir eigentlich auch davon aus, dass kein Druck auf dem Wasser war. Ne? Ja. Das heißt, jetzt müssen leider die Ringe wieder neu gemacht werden. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Das ist so ein bisschen tricky mit Pfeilen, Klopfen und so weiter. Und dann muss Kopf wieder drauf, Kette drauf, Wasser drauf. Und dann schauen wir uns an, ob er dann hoffentlich nicht mehr so heiß wird. Wenn doch, wird es lange haben. Hier haben wir nochmal die alte Kopfdichtung. Da hast du auf jeden Fall aus dem Lager mit den rostigsten Block so ungefähr gezogen, den wir noch hatten. Ne? Also da muss ja wirklich im Kühlkreislauf noch alles drin gewesen sein. Obwohl der schon mehrfach gespült war. Und hieran ist uns das dann aufgefallen. Dieser silberne Abdruck, wo keine Farbe mehr drauf ist, muss irgendeine Bedeutung haben. Man sieht es an manchen Zylindern so ein ganz bisschen. Das heißt, das sind die Stellen, die wir jetzt von der Kopfdichtung wegnehmen müssen, dass die nicht wieder im Rennraum steht. Hier neben ist direkt der Wasserkanal. Und wer weiß, ob der nicht doch so ein bisschen hier so reingezündet hat. Ne? Insgeheim hoffe ich es. Was ich immer wieder krass finde ist, wir hatten es ja eben gerade einmal angesprochen mit Gegendruck, wie klein dann doch die Löcher im Kühlkreislauf sind, obwohl da so ein riesen Loch aus dem Block rauskommt für das Kühlwasser. Ist dann doch am Ende durch diese Verjüngung in der Kopfdichtung geht. Ne? Man denkt immer, es müsste maximal schnell da durchfließen, aber das ist scheinbar gar nicht unbedingt immer der richtige Weg, ne? Weil es wird sich ja irgendeiner was beigedacht haben, warum da so kleine Öffnungen drin sind. So, okay, genug gequatscht. Ringe neu, Kopf drauf, Warmlauf. Ja. Ja, Marius hat das wunderschöne Wetter genutzt und hat mal schnell wieder alles zusammengebaut hier. Ja, macht man noch gerne bei 20 Grad. Übung macht den Meister. Theoretisch alles wieder so zusammengebaut, wie es am Ende bleiben kann. Ja. Ich weiß ja nicht, ob man es im Zeitraffer gerade gesehen hat. Nockenwellen haben wir auch schon wieder eingemessen. Und alter Kühler vor, weil wir den ausschließen können. Der hat, zumindest hat er 2 Jahre lang funktioniert, sagen wir es mal. Genau, haben jetzt einfach mal so einen XXL-Lüfter davor gespannt. Ist natürlich nicht optimal hier so freistehend, reicht aber für den Zweck jetzt vollkommen aus. Befüllt ist es, frisches Öl ist auch wieder drauf. Das heißt, ich würde sagen, Kaltstart laufen lassen. Ab 80 Grad geht der Lüfter an. Thermostat ist jetzt drin, eins mit 75 Grad. Das heißt, ab 75 Grad werden wir hoffentlich sehen, dass sich was tut. Ich habe hier so ein kleines Mini-Infrarot-Thermometer. Gucken, ob das geht. Ich bin aber kalt heute, 32 Grad. Draußen haben wir 25. Okay, so, ja, dann anreißen würde ich sagen. Ne? Ja. Hier sehen wir jetzt nochmal die 6 Abgastemperaturen.
das sah auf jeden Fall schon mal Welten besser aus. Gott sei Dank. Über 99 Grad sind wir nicht gekommen, obwohl es hier brulle warm ist heute. Ich weiß auch gar nicht, warum ich noch einen Pulli anhabe. Aber wir konnten auf jeden Fall feststellen mit dem Infrarotthermometer. Also der Kühler funktioniert definitiv. Sieht man hier jetzt auch schon. Hier geht das Wasser rein. Aktuell gerade mit locker 70 Grad. Und wenn wir nur ein ganz bisschen uns in die Richtung bewegen, wird es halt gleich deutlich kälter. So, das geht soweit. Was wir jetzt festgestellt haben ist, der Wassertemperatursensor, den wir drin haben, der sitzt in meinen Augen an der falschen Stelle. Wir haben hier zwei Kreisläufe. Das ist einmal der Kreislauf aus dem Motor raus, durch den Kühler hier zurück. Hier hinten würde normalerweise das Thermostat sitzen. Und dann haben wir den zweiten Kreislauf, der hinten aus dem Kopf rausgeht und dann auch hinter das Thermostat in den Zulauf von der Pumpe geht. Und genau da sitzt der Sensor für die Temperatur. Und wenn wir uns jetzt nämlich diesen Schlauch hier mal angucken, gucken, ob wir das draufkriegen. So, selbst der hat jetzt schon 82 Grad. Eben während der Motor lief, hat er 95 Grad gehabt. Und geht dann leider hinter den Wasserkühler. An den Sensor. Genau. Also ich glaube, der Fehler an dem Kreislauf ist jetzt gerade, dass das Wasser, das warme Wasser aus dem Kopf gar nicht durch den Kühler geht, sondern das warme Wasser wird immer der Pumpe wieder zugemischt. Was ja vorher noch durch den Heizungskühler ging. Früher ist das durch den Heizungskühler gegangen, genau. Das heißt, entweder war Heizungskühler zu, dann stand es da einfach, dann ist es gar nicht zirkuliert, oder Heizungskühler war offen, das heißt, es konnte die Wärme irgendwo abgeben. Mhm. So, das heißt, ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das bisschen an der Kopfdichtung hat auf jeden Fall was gebracht, weil bei dem Wetter wäre das sonst nach kürzester Zeit schon bei 110, 115 und so weiter. Und jetzt hat er sich ja immerhin bei 98 stabilisiert. Und die 98, wie gesagt, war das Wasser, was hier aus dem Motor kam. Das, was unten aus dem Kühler zurückkam, hatte um die 75. Also da war sogar noch ein bisschen... Ja, der lief jetzt 20 Minuten. Und der lief locker 20 Minuten gerade, ne? Da war sogar noch ein bisschen Luft drin. Also ich würde sagen, das passt definitiv. Wir müssen leider unbedingt den Wasserkreislauf umbauen. Mhm. Also mir gefällt das Ganze gar nicht, dass das warme Wasser aus dem Kopf direkt wieder zur Pumpe gelangt. Eigentlich doof, weil wie soll es kälter werden von da nach da? Mhm. Das heißt, dieses Wasser muss durch einen Kühler, entweder einen Zusatzkühler oder halt auch hier durch den Kühler geleitet werden. Ja. Ne? Das so. Eher. Das definitiv, ja. So, das muss umgebaut werden. Und eine Sache, die ich noch vergessen hatte, ganz wichtig, Freipumierer Steuergerät auch immer. Ihr müsst euch eine Abblitzpistole nehmen, so wie man es noch aus den alten Vergaserzeiten kennt. Und auf dieser Pistole kann man dann einen Wert einstellen. In dem Fall haben wir den Wert eingestellt, den das Steuergerät gerade fährt. Das heißt, man gibt dem Steuergerät als Beispiel vor, wir wollen 6 Grad vor OT zünden. Dann geht man mit dieser Zündpistole auf den OT-Punkt und korrigiert, ob die 6 Grad, die das Steuergerät hat, nicht korrigiert, sondern kontrolliert, ob die 6 Grad, die das Steuergerät fahren will, auch wirklich echte 6 Grad sind und wir nicht ein Offset einstellen müssen, dass wir irgendwo bei 12, 15 oder 20 Grad sind. Aber auch das haben wir kontrolliert, indem wir uns vorher eine Markierung auf den Schwingungsdämpfer gemacht haben, wo genau OT ist, und dann konnten wir das schön anblitzen. Mit der Messuhr auf dem Kolben? Ja. Hat aber gepasst. Hat gepasst. Hätte ich gerne gezeigt bei der Licht, bei dem Licht gerade. Keine Chance, das zu zeigen. Halt, ne? So, okay, cool. Das funktioniert soweit. Downpipe in Alu ist immer noch dran. Bin mir sicher, wir werden sie noch schaffen. Und die ist schon wirklich gut heiß. Ja. Was halt krass ist, die strahlt halt sehr viel Wärme ab. Ja. Müssen wir mal gucken, ob im Prüfstand, wie das so funktioniert. Und ja, willst du den Wasserkreislauf trotzdem umbauen? Ja. Okay, das war einfach nur, weil es geil ist. Weil ich es geil finde, ja. Mit dem K03. So, das heißt, der letzte Rest an diesem Motor, der Wasserkreislauf, der jetzt noch original ist, weil das ist halt so wie original aufgebaut, ne? Der wird jetzt nochmal optimiert. Das Ganze hier ist eine elektrische Wasserpumpe von Pierburg. Die kommt statt der mechanischen Pumpe hier rein, die über den Riemen angetrieben wird. Das heißt, Marius will die hier unten irgendwo positionieren. Ja, irgendwo da, wo der V6 früher einen Klimakompressor hatte oder so, also unter der Lichtmaschine. Die sitzt dann irgendwie so. Und das Coole daran ist, dann kann der Wasserkreislauf wirklich genau so gestaltet werden, wie du Bock drauf hast, ne? Ja. So, das heißt, ich würde definitiv von hier oben in den Kühler gehen. Mhm. Entweder halt zusammenführen und in den Kühler. Ich vermute, du willst das auch wieder irgendwie in Dash oder irgendwas bauen, ne? Ja. Und was mir auch persönlich ja gar nicht gefällt, ist, dass man
oben in den Kühler reingeht und unten wieder raus. Ne? Mhm. Hier ist zwar ein Blech zwischen, das heißt, das Wasser muss einmal so wie so eine Spirale strömen. Ich persönlich finde es aber immer irgendwie cooler oben rein, auf der anderen Seite unten wieder raus. Ja, ne? So werden wir es jetzt auch bauen. Das heißt, das Wasser geht dann gesammelt hier unten kalt raus in die Pumpe, aus der Pumpe raus durch den Block und dann einfach nur wieder raus, wird gekühlt und das Ganze im Kreis. Ne? Genau. So, und das Coole ist, diese Pumpe ist natürlich komplett frei regelbar von 10 bis 100%. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wenn man den Motor zum Beispiel warm laufen lassen will, macht man sie aus oder macht sie auf Minimum 10%. Und unter Last kann man dann halt so viel Durchfluss drauf geben, wie man will. Weil ich glaube, da werden wir nämlich auch noch lernen, dass viel Volumen nicht unbedingt gut ist bei der Wasserkühlung. Das heißt, es kann sein, dass die Pumpe später die ganze Zeit nur auf 10, 20, 30% läuft, ne? Ja. Weil es einfach von der Kühlung her besser ist. Ne? Ja, wenn es zu schnell fließt, dann kühlt es schlecht oder wie auch immer. Ne? Aber ich würde sagen, genug gequatscht bei 27 Grad plus 100 Grad, die aus dem Motorraum kommt. Rein damit und morgen in Ruhe, wenn es kalt ist, gucken wir uns das Ganze mal an. Genau, darf ja auch nicht langweilig werden. Dann können wir es auch noch mal ein bisschen am kalten Motor erklären. So, die große Bastelstunde hat schon wieder begonnen hier. Ja. Marius hat schon wieder alles zerlegt. Jetzt zeigen wir euch einmal noch mal kurz zum Erklären. Das ist das Thermostatgehäuse, was seitlich am VR-Kopf angeflanscht ist. Das heißt, bisher ist der Wasserkreislauf folgendermaßen aufgebaut. Variante 1, Thermostat ist zu. Das heißt, das warme Wasser kommt hier aus dem Kopf raus und geht direkt durch diesen kleinen Abgang. Da ist nämlich so ein ganz bisschen offen da drin. Hier intern durch. Und kommt quasi wieder zur Pumpe. Variante 2 ist dieser Anschluss. Das ist hinten am Zylinderkopf der Ausgang. Das Wasser kommt aus dem Kopf raus, geht durch die Kopfpumpe, geht hier rein, ungekühlt, und geht quasi wieder zur Wasserpumpe. Das heißt, ein Kreislauf bei diesem Fahrzeug ist jetzt die ganze Zeit kurz geschlossen und pumpt die ganze Zeit, egal ob warm oder kalt, direkt durch die Kopfpumpe hier durch in die Wasserpumpe wieder rein und kann dementsprechend auch nicht gekühlt werden. Für den Zeitpunkt, dass das Thermostat aufgeht, geht das Wasser hier raus durch den Kühler. Es steht eh immer im Kühler drin. Geht hier wieder rein, kann hier allerdings nicht weiter, weil das Thermostat hier ist. Sobald das Thermostat aufgeht, geht das kalte Wasser, was vom Kühler wiederkommt, wir haben so ungefähr gemessen, dass es ungefähr 30 Grad kälter ist, geht dann hier durch und geht dann auch quasi hier rein. Das heißt, das warme Wasser vom Zylinderkopf wird gar nicht gekühlt, mischt sich dem kalten Wasser bei von dem Thermostat. Das heißt, die Temperatur, die wir hier messen, wird schon maximal hoch sein, weil das warme Wasser aus dem Kopf direkt immer hier dran vorbei zirkuliert und wird dann halt beigemischt. So, deswegen müssen wir auch eine Aussage von vorhin korrigieren. Ich hatte es noch aus alten Golf 1 Zeiten in Erinnerung, da war tatsächlich ein Sperrventil beim Wärmetauscher im Innenraum. Ab Golf 2 ist das nicht mehr so. Das heißt, selbst wenn ihr bei dem Auto die Heizung nicht anhattet, wird dieser Wärmetauscher im Innenraum trotzdem ein bisschen Wärme abgeben. Und deswegen ist auch diese Verbindung direkt vom Zylinderkopf durch den Wärmetauscher hier rein ohne Kühler, weil es ja eigentlich durch den Kühler im Innenraum geht. Was bei mir nicht mehr der Fall ist. Was jetzt nicht mehr der Fall ist. Ja. Das heißt, jetzt gerade pumpen wir die ganze Zeit das warme Wasser hier im Kreis, in dem Bereich, umströmen dauerhaft mit dem extrem heißen Wasser, das hatte 99 Grad, was aus dem Kopf kam, an diesem nachträglich reingemachten Sensor, weil wir es einfach hier mal messen wollten. Und ja, so. Das heißt, das Ganze können wir jetzt ja zum Glück neu geschalten. Das ist jetzt endlich nach 8 Jahren VR6-Geschichte. Ich weiß auch, ich hab's gehasst. Genau, jeder VR6-Fahrer kotzt an dem Ding immer rum, weil es ist an allen Ecken undicht und schön aussehen tut die Krake irgendwie auch nicht. Ne? Ja, sie reißt und so weiter. So, okay. Alter Wasserkühler. Da war ja das Problem, du konntest den Kühler nicht höher bauen, weil der hier so drunter war. Ne? Genau, also mit der Brücke dann nicht mehr. So, also jetzt gerade mit dem großen Lüfter natürlich nicht, aber der war prinzipiell so hier drunter. Ja, genau, der war hier relativ schnittig am Peilstab vorbei. So, und jetzt seht ihr hier unten, wie eng das jetzt schon an dem originalen Querträger ist. Da geht halt nichts mehr. Genau. Zumindest nach unten hin. Früher konnte ich noch ein bisschen nach vorne ziehen, was jetzt aber wiederum mit dem großen Ladeluftkühler nicht geht. Weil ich immer vermeiden will, dass ich die Front aufschneiden muss, das ist immer unschön, finde ich. Ihr erinnert euch an dieses ultra fette, tiefe Netz, ne? Um das da überhaupt reinzukriegen, ging das halt nur, indem den Kühler hier runterstürzt. Genau. So, jetzt haben wir bei uns aus dem Lager irgendeinen Opel-Kühler gezogen. Endlich mal wieder ein Opel-Teil. Der passt natürlich von den Anschlüssen und allem absolut gar nicht. Das ist aber egal, weil das Erste, was Marius machen wird, ist die Kästen einfach abflexen. Ihr seht aber, der Kühler ist auf jeden Fall deutlich tiefer und auch perfekt für diesen großen Lüfter jetzt. So, der wird natürlich jetzt erstmal rein gar nicht reinpassen, vermute ich.
Das heißt, der muss ja auch wieder hier drunter. Genau. Ja, und wie ihr seht, ist da halt massivst... Bislang keine Chance. Keine Chance. So, das heißt, der Träger, also du traust dir wirklich zu, den Träger radikal neu zu bauen? Ja, ich bin nicht der Erste, der es macht. Okay. So, das heißt, der Kühler steht nachher wieder unter der Brücke. Genau. Aber dieser Träger muss komplett mit vertieft gebaut werden oder dahinter gebaut werden? Genau. Ich tendiere aktuell wahrscheinlich dazu, den etwas nach hinten zu bauen. Das müssen wir uns dann aber nochmal angucken, weil es ja auch noch eine weitere Umbauüberlegung gibt, die bislang noch nicht aufgrund der Tanks jetzt funktioniert hat. In irgendeiner Form aber Platz schaffen, dass der Wasserkühler auf jeden Fall wieder so dicht wie möglich unter die Brücke kann. Genau. Man darf allerdings nicht unterschätzen, was diese Strebe noch macht, weil hier liegt theoretisch der ganze Motor drauf. Genau, also er ist an drei Punkten fest, das ist halt ein elementar wichtiger. Genau, und der Punkt, wo er noch fest ist, ist aber hinter dem Motor. Genau. Das heißt, der hängt quasi nicht. Also das meiste links. Gewicht wird da schon in irgendeiner Form plus Hebel. Plus beim Beschleunigen hebt er sich raus, ne? Ja. Okay. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Lager machen. Links, rechts mit der Lagerung. Hier sind auch noch Gummilager drin. Aber das Ziel ist es auf jeden Fall, dass dieser größere Kühler hier hinten drin sitzt. Dass dann auch noch der Lüfter dahinter passt. Mhm. Weil das sieht jetzt hier auch schon wieder nicht so. Ja, gucken wir mal. Dann natürlich alle Anschlüsse umschweißen und so weiter. Das Coole ist, wir können das dann jetzt so gestalten, dass es nicht mehr so ist, auf einer Seite rein, raus und hier in der Mitte unterbrochen, sondern halt richtig schön eine Seite rein, eine Seite raus. Ne? Genau, und da wird dann später auch die Wasserpumpe ansaugen. Das heißt, die kommt dann irgendwie so... Genau, da müssen wir auch noch einen Halter für bauen. Die kommt dann hier irgendwie so rein. Die Seite wird verbunden mit dem Kühler, also hier saugt es dann rein, vielleicht auch sogar andersrum. Muss man mal gucken. Ja. Und vielleicht irgendwie so hinmacht. Und dann muss es allerdings von hier in das originale Rohr reingedrückt werden. Weil es muss ja trotzdem noch durch den Motor gelangen. Das heißt, dort, wo die originale Pumpe sitzt, könnte man jetzt entweder hier reingehen oder man könnte auch da reingehen. Aber jeder Golffahrer weiß, wie viel Platz hier ist, der schon mal eine Wasserpumpe getauscht hat. Da werden wir definitiv nicht reingehen können. Das heißt, es geht eigentlich nur da. So, das Coole ist, ich würde anschließend allerdings diesen doppelten Kreislauf, den wir da eben gerade erklärt haben, aufteilen. Das heißt, ich würde hinten aus dem Kopf rausgehen. Würde dann einmal mittig in den Wasserkühler gehen und würde aus dem Kopf seitlich rausgehen und würde oben in den Wasserkühler gehen. Mhm. Dass wir wirklich mit zwei Leitungen reingehen und das quer das Netz durchströmen und unten rausgehen wieder, wieder zur Pumpe. Ne? Mhm. In den hinteren Kreislauf muss dann irgendwo noch Wastegate Turbolader integriert werden. Ja. Aber das ist dann ja das kleinere Problem. Ne? Das Coole ist, das ganze Geraffel fällt alles weg. Den müssen wir auch noch irgendwo integrieren. Ja, oder halt einen Ölkühler nochmal einbauen. Müssen wir mal gucken. Bislang bin ich einmal ohne Ölkühler gefahren. Ne? Das wäre Step 2. Ja. Ob wir den totlegen und einen externen Ölkühler einbauen, müssen wir uns angucken. Mhm. Aber es ist halt eh ein Anschluss aus dem Block, wo es rausspült. Mhm. Den müssen wir halt eh entweder schließen oder benutzen. Mhm. Und dann könnte man mit dem anderen auch einfach in diesen Stopfen, wo sie gleichzeitig dann, ich sag mal, reinspritzt, da wieder reingehen oder so. Mhm. Ich bin tendenziell eher für die Variante mit dem Ölkühler. Ja. Zumal ja hier oben immer noch dieser Platz ist, den du schon dreimal bemängelt hast. Vor der Brücke, ne? Genau. Wäre ja natürlich auch von Leitungen her passend, dass man hier rausgeht und da irgendwie so, ne? Und einmal quer nochmal einen Ölkühler durchstreuen. Der wird dann halt nicht groß, aber besser, ja, als, besser als der wird er sein, ja. Mhm. Okay, ja, wie ihr seht, es wird nicht langweilig. Thermostat lassen wir dann weg, weil wir halt die Pumpe steuern können. Natürlich wäre es für den Kreislauf besser, einen Thermostat trotzdem drin zu haben. Dass man es trotzdem erstmal nur im Block zirkulieren lässt. Ne? Aber ich würde auch jetzt erstmal ohne bauen und eher die Pumpe runterregeln. Und dann würde er schon passen. Ja, da würde mich der Phil auch umbringen, wenn ich ihm sage, er soll den Thermostat Kreuze drehen. Genau, weil das ist nämlich die nächste Sache. Ihr habt ja Phil auch im letzten Video schon kennengelernt, wo es um die Limo-Mulde ging. Der muss erstmal diverse Flansche wiederherstellen. Wir brauchen auf jeden Fall hier was. Ja. Seitlich was. Ja. Und wenn er die hat, kann das große Bauen hier losgehen. Alu oder Edelstahl? Edelstahl. Edelstahl, ne? Ich glaube, Alu wäre dann besser. Herz sagt Alu, Kopf sagt Edelstahl. Ich glaube auch, da ist es besser, was Cooles in Edelstahl zu bauen. Und dann halt mal gucken, ob wir den überhaupt benutzen oder ändern. Also wir müssen halt schon halt relativ viel Platz schaffen. Ne? Ja, ich würde sagen, das war mal wieder jede Menge VR6-Technik, viel Gebastel. Und jetzt... Die Spiele sind eröffnet. Die Spiele sind eröffnet. Ich würde sagen, im nächsten Video zeigen wir euch, wie es weitergeht. Ciao.